Die Sani ist da. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Du warst gestern auch schon hier, aber heute sieht es ein bisschen vielversprechender aus. Ja, hoffentlich. Was machst du denn heute hier oder überhaupt am Wochenende? Mit wem bist du da? Ich bin mit der Biene Bee Model da. Wir sind im Tätowiermagazin-Stand und bei der Tattoo-Erotiker-Stand. Und genau, und da geben wir ein gutes Bild ab. Das ist immer die Hauptsache. Schöne tätowierte Frauen will ja jeder sehen. Wie fing es denn bei dir mit den Tattoos an? Du hast gerade schon erzählt, wir haben schon eben, als die Kamera aus war, ein bisschen gequatscht. Ich habe was Schwarzes gesehen, da wurde das erste, das war das erste, oder? Überstochen. Genau, das allererste, ja. Also die typische Anfangsgurke. Genau, genau. Das war mein Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder. Da habe ich mir Namen und unser Geburtsdatum tätowieren lassen mit zwei Rosen. Ja. Viel zu tief gestochen, ganz schrecklich ausgeschaut und jetzt ist es halt schwarz. Ja, das kann man ja ganz gut machen heutzutage. Aber dein Zwillingsbruder, ist ja auch tätowiert? Mein Zwillingsbruder ist auch tätowiert, ja. Nicht mit meinem Namen, aber er ist auch tätowiert. Auch so doll wie du, oder? Nee, nicht ansatzweise. Der hat am Arm eins und genau sein Hund am Oberschenkel und das war's. Okay. Kommt er denn auch manchmal mit zur Convention? Gar nichts. Nee, hat leider nichts mit nicht. Leider nicht, aber vielleicht bringe ich ihn ja noch ab und zu auf den Geschmack. Und was hat die Mama dazu gesagt? Die übliche Frage. Was hat die Mama dazu gesagt? Durch die Mama bin ich aufs Tätowieren gekommen. Ja, sie ist auch tätowiert. Ich dachte gerade, du sagst, sie ist Tätowiererin, aber dann hättest du ja keine Gurke am Anfang gehabt. Genau. Nee, sie ist nicht Tätowiererin, aber sie ist tätowiert. Genau. Und was soll sie sagen? Wie es her, so als Geschirr. Richtig, richtig. Wo kommst du her? Ich komme aus Landshut, Niederbayern. Ah, sehr schön. Hast du da einen Stammtätowierer? Ich habe da einen Stammtätowierer, ja. Das ist der Dark Ink in der Lendgasse. Werbung. Werbung. Genau, der Dark Ink in Landshut. Ja, zudem, die kennen mich schon seit ich 17 bin. Da gehe ich auch mal zum Kaffee trinken rein. Also das ist schon so Freundschaft. Ja. Und da hast du auch alle Tätowierer, also bist natürlich auf die Gurke gemacht? Genau, alle. Also komplett, lass mich überlegen. Nee, eins, das am Fuß nicht. Das hier? Ja. Das ist das Einzige, was ich mir nicht stechen habe lassen von ihm. Das war ein Gasttätowierer aus Spanien. Ja. Aber im gleichen Studio? In Ergosbach im Studio. Genau. Ja. Und was hast du so verewigt? Ich sehe da einen Buddha. Auf dem Fuß ist ein Hündchen. Genau. Ein Traumfänger habe ich hier. Und Noten, Musiknoten. Mit einer Taube und Rosen, da wo steht, die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Sehr schön. Hast du mit Musik was am Hut? Also machst du auch Musik oder? Ich singe gerne im Auto, so vor mich hin, in der Dusche auch. Aber Musik gibt einem das, was niemand einem geben kann. Ja. Ja, das stimmt schon, das ist krass, ne? Wie sich da die Stimmung verändern kann, ja. Und so. Ja gut, Musik. Und was, also mit Buddha, hast du da auch was oder ist das eher? Das ist Buddhismus, Hinduismus, so, das ist der, ich bin nicht gläubig, aber das ist so der einzige Glaube, da wo ich eher so, wie sagt man, den wo ich eher in Erwägung ziehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Und was machst du beruflich? Und ist das ein Problem mit den Tattoos? Aber dann nicht, weil dann hättest du keinen Job mehr. Wir haben ein Taxi-Krankentransportunternehmen, also mein Vater und ich. Und ist überhaupt kein Problem mit den Tattoos. Nein. Also es wird auch manchmal dann ein bisschen länger getragen, aber die kennen uns schon. Wir sind seit 10 Jahren da, wir machen das seit 10 Jahren. Mein Vater ist tätowiert, mein Bruder, meine Mom, die sagen da nichts. Ja, das passt. Ja, auf jeden Fall. Passt schon. Sehr gut. Weißt du denn schon, was als nächstes kommen wird? Ich will mir als nächstes den Arm fertig machen lassen. Mhm. Ich will hier einen Schriftzug her, der wo das füllt, die Lücke. Dann will ich meine Hand, will ich noch dort dahin machen, genau, dass das halt ganz ausschaut. Und hier kommt dann noch eine Rose hin. Wenn ich mit dem Arm dann fertig bin, dann schauen wir mal, was noch so kommt. Der andere ist noch nicht. Noch gar nichts. Also okay, ich habe eine Seite komplett, was heißt komplett, eine Seite tätowiert und die andere nur am Fuß unten. Ah, okay, ja, du willst die eine erstmal fertig machen. Genau. Ah, cool. Und hier, warte. Ja, tatsächlich, es hört in der Mitte auf. Ja, genau, genau. Und das ist alles schwarz und rot, wie ich jetzt sehe, genau, ne? Genau, ich stehe nicht so auf dieses bunte Zeug, weil ich ein sehr bunter Mensch bin. Ich mache meine Haare sehr ausgeflippt und ich schmink mich gern verrückt. Und deswegen passt dieses Schwarz-Weiß. Das Einzige, was farbig ist, ist die Rose. Ja. Und das Kreuz. Genau. Ja.
Und du machst doch auch so Bilder, also Tattoo-Model-Geschichte. Tattoo-Model ist immer das Wort, was man nicht sagen darf, aber... Ja, ich bin ein Tattoo-Model. Hallo Ibims, ein Tattoo-Model. Hallo Ibims. Und dann musst du, ist das ein großer Unterschied, ob du so rum oder so rum dann stehst? Ein Unterschied von Tag und Nacht. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang habe ich gesagt, ich will so bleiben, eine Seite zu tätowiert, die andere nicht, so zwei Seiten, um einfach auch beim Fotografieren flexibel zu sein. Das werde ich wahrscheinlich nicht aushalten, weil ich jetzt schon Pläne habe für die andere Seite. Aber es macht schon einen Unterschied aus bei den Fotos, ja. Dann hätte man ja auch nur halb so viel Platz, wenn nur die eine. Genau. Aber wird die andere Seite, weißt du das schon, wird die dann auch schwarz und rot, oder? Ja, so schwarz-weiß. So. Ja. Ich glaube, Farbe kommt nicht mehr dazu. Ich bin eher so der Schwarz-Weiß-Typ, ja. Und weißt du schon, also würdest du im Dekolleté auch was machen? Ja, unbedingt. Ich hatte hier drei Dermalanker. Ja. Einer ist noch da. Genau. Ups. Eine Haare auf der Brust. Aber es war nicht festgewachsen. Ich hatte drei Dermalanker hier, die sind rausgewachsen, da sind die Narben da. Ja. Also da will ich schon mindestens bis hier hoch. Und wie sieht es im Gesicht aus? Also ein kleines im Gesicht, ja. So hier an der Seite, am Ohr. Auf jeden Fall will ich eins. Am besten noch in weiß. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Aber sonst... Lieber nicht. Lieber nicht. Also bist du auch ein Fan davon, erstmal anzufangen und sich hochzuarbeiten? Genau. Der Geschmack, die Geschmäcker verändern sich ja jedes Mal. Also dann gefällt einem das besser, dann hat man wieder das gesehen. Genau. Ich mache da ein bisschen langsamer. Hast du das auch schon mal, dass du so dachtest, jetzt hätte ich lieber das gemacht, wenn dann zwei Jahre später wieder so eine neue, also es ist ja nicht nur neue Trends, aber auch neue Techniken teilweise, die entwickelt werden. Früher hieß es zum Beispiel, über Schwarz kann man nicht drüber tätowieren oder, ne, es ist halt, oder es war verpönt so nach dem Motto, ich mache jetzt eine fette schwarze Fläche, aber inzwischen machen die das ja richtig schön. Hast du auch schon mal, dass du dachtest, hätte ich das gewusst, hätte ich das anders gemacht? Ja, also einmal ist es mir hier beim Arm ist es mir so gegangen, ich habe das Motiv gesehen und habe das ein Tätowierer gegeben, habe gesagt, nicht so will ich es haben, aber so ähnlich, und dann hat er mir das fertig auch gesagt, wow, top. Und kurz danach habe ich eins gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie schön ist das denn? Aber du hast doch noch einen Arm. Toll. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe ja noch ein bisschen Fläche. Hast du dich denn auf Conventions, du bist ja in dem einen Studio, oder? Also auf Convention hast du dich noch nicht tätowieren lassen? Nee, noch gar nicht. Also ich wollte mir hier eigentlich eine Rose tätowieren lassen, hierhin. Werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, weil erstens alle Tätowierer gut voll sind, ja, aber... Du meinst die Termine? Die Termine, Entschuldigung. Nein, das war jetzt so von mir. Das hätte man auch so verstanden. Ja, genau. Ja, also heute wieder nicht, also dieses Wochenende wieder nicht, aber schauen wir mal. Vielleicht ergibt es sich ja mal. Was ist denn das nächste Projekt, ob jetzt Tattoo oder Fotos, worauf du dich besonders freust? Ich freue mich auf die nächste Ausgabe der Tattoo-Erotiker. Aha, was gibt's denn da? Da bin ich mit einer Serie drinnen, mit einer Fotostrecke drinnen. Cool. Genau, da freue ich mich schon sehr drauf, ja. War das was du schon immer machen wolltest, oder kam das jetzt so, wurdest angesprochen und hast dann darüber nachgedacht? Oder war es so, ich will das voll gerne machen? Am Anfang war ich dagegen. Ist klar, wenn man erstmal mit den Fotos anfängt und sich gleich freizügig öffentlich präsentieren, man sollte es erstmal vorsichtig angehen lassen, und war erst ein bisschen skeptisch und habe mir das erstmal in Ruhe angeschaut. Und jetzt, das mache ich jetzt schon 3 Jahre, das Modeln. Und nach 3 Jahren habe ich mir gedacht, ja, habe ich schon Bock drauf. Kann man mal machen. Genau, kann man mal machen. Wie bist du denn daran gekommen, ans Fotos machen? Durch einen Bekannten. Ich war auf einem Festival. Der hat auf dem Festival fotografiert. Und da bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hey, wie schaut's denn aus? Hast nicht mal Lust, dass wir uns treffen und Fotos machen? Und dann er so, ja klar, gerne. Am nächsten Tag hat er sich gleich gemeldet. Dann sind wir am übernächsten Tag einen ganzen Tag rumgefahren, haben nur Fotos gemacht. Und seitdem läuft's so dahin, ja. Ja, sehr cool. Ich frage mal am Ende, ob du noch was über dich erzählen möchtest oder ob alles gefragt wurde oder ob dir noch was auf dem Herzen liegt oder... Was liegt mir auf dem Herzen? Nichts. Das ist schön. Ich bin froh, hier zu sein. Es ist ein schönes Wochenende mit allen, die hier sind. Und genau, Fragen? Nein, hast du alles gefragt? Ja, dann habe ich alles gefragt, wenn du alles gesagt hast. Dann vielen lieben Dank und lass dich nochmal knuddeln. Danke. Ich sag dir Danke.